Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist. Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich zu Geschichten mit Fridolin und Elke. Hallo Fridolin. Hallo. Hallo liebe Kinder. Super, dass ihr wieder da seid. Ich finde, dass die Zeit jetzt wirklich lang wird, in der wir nicht in den Kindergarten gehen dürfen und auch nicht reisen können. Stimmt, Fridolin, aber sei doch nicht traurig. Immerhin dürfen wir wieder auf den Spielplatz gehen. Wir müssen zwar immer noch ein bisschen Abstand halten, aber wir können wieder klettern und rutschen und im Sand buddeln. Und das ist doch super, Fridolin. Ja, das stimmt, Elke. Was machst du da eigentlich? Ich buddel im Sand und lass den Sand durch meine Finger rieseln. Das ist so schön, Fridolin. Oh ja, das macht mir auch Spaß, mich durch den Sand zu rollen. Und ganz viel Spaß macht es auch, am Strand große Sandburgen zu bauen und die mit Muscheln zu verzieren. Oh ja, Fridolin. Wenn ich daran denke, dann fällt mir sofort wieder der letzte Urlaub am Strand ein. Auf so einen Urlaub, glaube ich, müssen wir jetzt noch lange warten. Weißt du noch, Elke, wie wir da mit meiner Freundin Frieda eine große Sandburg gebaut haben? Die sah so toll aus, mit Türmen und Wassergraben. Und am nächsten Tag war sie einfach weg. Wir konnten sie nicht wiederfinden. Da waren Frieda und ich ziemlich traurig. Stimmt. Aber Fridolin, wir können doch jetzt nicht die ganze Zeit von unserem Urlaub schwärmen und erzählen. Nee, ich weiß. Aber ich habe die Tage eine Geschichte in der Bibel gelesen. Da ging es auch um Sand und Häuser bauen. Sollen wir die mal erzählen? So ja. Ganz habe ich sie nicht verstanden. In welchem Buch warst du denn unterwegs, Fridolin? Sie steht im Matthäus-Evangelium und ist ein Gleichnis. Aha. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, was ein Gleichnis ist. Ein Gleichnis, das sind kleine Geschichten. Und diese Geschichten, die hat Jesus immer den Menschen erzählt oder auch den Jüngern erzählt, wenn er vom Glauben an Gott gesprochen hat. Er hat dann in der Geschichte den Glauben an Gott mit etwas verglichen. Und das konnten die Menschen dann besser verstehen. Ach, und so konnten die Menschen die Geschichte sich besser merken und auch weiter erzählen? Stimmt, Fridolin. Können wir uns jetzt das Matthäus-Evangelium anschauen? Ja, das machen wir jetzt. Ich hol's mal raus, okay? Also, ich öffne unseren Bibelschrank wieder und hole das Matthäus-Evangelium raus. Es steht hier unten. So, und dann zünden wir auch wieder gemeinsam unsere Jesuskerze an, Fridolin, oder? Ja. Gut, das machen wir. Das dürft ihr zu Hause auch wieder machen, aber mit den Eltern gemeinsam. Ich zünde eine Kerze an, damit es jeder sehen kann. In der Mitte brennt ein Licht, sagt uns Gott, vergiss uns nicht. Die Geschichte, die wir heute erzählen, da geht es um Sand und Wasser und wir experimentieren heute ein bisschen mit Sand und Wasser. Dazu, Fridolin, kannst du mal ein bisschen näher kommen? Okay. Gut. Also, Jesus war wieder mit den Jüngern unterwegs. Fridolin, weißt du noch, wer die Jünger waren? Die Jünger
es waren insgesamt 12, begleiteten Jesus. Jesus war ihr Lehrer, der ihnen viel von Gott erzählte, ihnen viel zeigte und erklärte. Sie waren seine Schüler, die mit ihm unterwegs waren. Richtig. Und Jesus, der sagte zu den Jüngern, wer diese Worte hört und nach ihnen handelt, der ist wie ein kluger Mann. Und in der Geschichte baut der kluge Mann ein Haus. Und er baut ein Haus auf festem Stein. Und das wollen wir jetzt auch machen. Ich lege also habe einen Stein mitgebracht und lege ihn mal hier in die Schüssel. Und der Mann baute auf einem festen Stein sein Haus. Dazu habe ich hier die Bausteine mitgebracht. Jetzt baue ich ein Haus. Der Mann, der hatte wirklich Mühe beim Hausbau. Er schwitzte und keuchte. Aber er wusste, dass sich die Mühe lohnen würde. Denn wenn ein großer Regen kommt und das Wasser steigt, dann würde sein Haus stehen bleiben. Weil er hat auf festem Grund gebaut. Und das wollen wir jetzt auch ausprobieren. Ich habe nämlich eine Gießkanne mitgebracht. Und in der Gießkanne ist Wasser und jetzt stellen wir mal das Wasser nach. Schau gut hin, Fridolin. Und, Fridolin, ist es stehen geblieben? Ja, steht noch. Genau. Und dann gab es da noch einen anderen Mann in der Geschichte, Jesus erzählt. Ich hole eine zweite Schüssel. Genau, der Mann hat nämlich sein Haus auf Sand gebaut. Elke, machst du das mal? Ja, ich habe wieder Bauklötze dabei und jetzt baue ich das Haus in den Sand. Steht. Ja, gebaut. Okay. Als der Wind aufkam und der Regen, wurde der Untergrund weggespült und das Haus fiel in sich zusammen. Sollen wir es ausprobieren, Fridolin? Ja, oh Gott. Also. Oh, ist schon kaputt, kannst schon aufhören. Oh je, tatsächlich. Boah. Aber jetzt verstehe ich's erst. Ich weiß, warum wir unsere tolle Sandburg mit Türmen und Wassergraben im letzten Urlaub nicht wiedergefunden haben. Unsere Sandburg wurde vom Meer weggeschwemmt, weil es dem Wasser nicht standhalten konnte. Wie bei unserem Haus hier. Genau, Fridolin. Ihr habt nämlich eure Sandburg auf Sand gebaut und nicht auf festem Untergrund. Schade, dass unsere Burg jetzt weg ist. Aber was will Jesus den Menschen und Jüngern denn mit der Geschichte sagen? Das haben, glaube ich, die Menschen damals auch gefragt oder sich gefragt. Jesus will den Menschen damit sagen, dass wir auf Gott bauen sollen, dass er uns Halt gibt, dass er immer da ist, wenn wir traurig sind oder Sorgen haben. Er will immer bei uns sein und uns Halt geben. Und wenn wir darauf vertrauen, dann steht unser Leben auf einem festen Grund. Das macht auch richtig Mut. Richtig, Fridolin. Wenn wir auf Gottes Wort hören und auch danach handeln und auf Menschen zugehen und nett zueinander sind und sie trösten, wenn sie traurig sind, dann ist das unser Halt im Leben. Boah, wieder eine tolle Geschichte. Die kann man ganz einfach verstehen. Aber dann auch so zu leben, anderen zu vergeben und so, das muss ich noch üben. Fridolin, ich auch.
Bauen wir jetzt noch ein bisschen mit den Bauklötzen und probieren aus, worauf wir ein Haus am besten bauen können. Fridolin, das ist eine gute Idee, das können wir machen. Und das könnt ihr auch zu Hause mal ausprobieren. Baut mal mit verschiedenen Materialien, Naturmaterialien oder Legosteinen und Bauklötzen verschiedene Häuser auf unterschiedlichem Untergrund. Zum Beispiel auf dem Teppich, auf Fliesen oder auf dem Sofa oder auf dem Kissen. Da könnt ihr mal ausprobieren, wo das Haus am besten drauf steht. Ich habe auch noch eine kreative Idee. Wir können doch schöne Steine in der Natur suchen und die mit Farbe bemalen. Der Stein kann uns dann an die Geschichte erinnern. Genau, Friedrich, ich habe welche mitgebracht. Schau mal, die können dann so zum Beispiel aussehen. Die Steine erinnern uns an das Fundament von einem Haus. Seid behütet und von Gott gesegnet. Bis nächsten Dienstag. Ja, und viel Spaß beim Bauen und Spielen auf den Spielplätzen, die wieder geöffnet haben. Bis nächsten Dienstag. Ich freue mich auf euch. Jetzt kommt noch das Abschlusslied. Macht doch mal mit. Oh ja. Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dir. Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort gebrochen. Glaube mir, ich bin bei dir. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da, immer und überall, immer und überall, immer bin ich da.